Sie war die erste Kaiserin Frankreichs. Schön, charmant und nicht nur Napoleons Schwarm. Josephine gehörte zu den Frauen, die gut bei Männern ankamen. In den Salons der High Society kannte sie jeder. Sie wurde der Schwarm des nachrevolutionären Paris. Da wurde überall getanzt, gesoffen und je mehr Geld man hatte, desto üppiger waren natürlich die Feste. Mit Josephine an seiner Seite eroberte Napoleon Europa. Sie knüpfte die richtigen Beziehungen und ermöglichte dem korsischen General den gesellschaftlichen Aufstieg. Sie wird mit ihm in ein neues Leben geboren, in ein Abenteuer. Sie wird zu der Josephine. Sie liebt exklusive Stoffe, Schmuck und teure Möbel. Mit ihrem Charme bezaubert und verführt sie die Reichen und Mächtigen der Zeit. 1796, 7 Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution, lernt die elegante Vicomtesse Rose de Beauharnais Napoleon kennen. Von Napoleon wurde sie Josephine genannt. Er war ein Romantiker, der den Frauen, die er liebte, einen neuen Namen gab. Die Schreckensherrschaft der Revolutionäre ist gerade zu Ende gegangen. Zehntausende Menschen sind ihr zum Opfer gefallen. Sie war der Guillotine nur knapp entronnen und lernte Napoleon kennen, als er noch nicht so berühmt war. Als korsischer General steht Napoleon am Beginn seiner Karriere. Er ist 6 Jahre jünger als Josephine. Napoleon Bonaparte ist unsterblich in sie verliebt und belagert ihr kleines Palais quasi Tag und Nacht. Niemand ahnt in diesen Tagen, dass der relativ unbekannte Corse einmal Weltgeschichte schreiben wird. Die Pariser sind ja immer so eigenartig. Wenn ein Fremder kommt, der nicht richtig Französisch kann, dann ist er gleich schon ein halber Depp. Und Napoleon hat immer diesen korsischen Akzent gehabt, macht auch entsprechende Fehler. Am 9. März 1796 heiraten Napoleon und Josephine. Für beide ist die Ehe mit bestimmten Erwartungen verbunden. Das war ja doch eine sehr verschwenderisch lebende Frau, die gerne für Kleider und Schmuck und andere Dinge ihr Geld ausgab. Sie war ja von kleinem Adel, hatte aber in der letzten Phase der Revolution beste Beziehungen zu den ersten Kreisen dieser Revolution. Und da spielten natürlich auch einige Leute eine Rolle, die von Adel waren. Und das hat ihn fasziniert. Die Entscheidung, schnell zu heiraten, treffen sie offenbar gemeinsam. Ihr wird bewusst, dass sie nicht mehr ganz jung ist, dass sie 2 Kinder hat und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Sie weiß, sie braucht nicht nur einen Beschützer, sondern einen Ehemann. Es ist eine Blitzhochzeit. Sie hat immer von einem ihr ergebenen Mann geträumt und das spürt sie bei ihm. Er ist total verliebt, bringt sie zum Lachen, schreibt wunderschöne Briefe. Sie zählen zu den schönsten der französischen Liebesliteratur. Guter Gott, wie sehr ich mich sehne, heute Nacht bei dir zu sein, schreibt der frisch Vermählte von der Front. Und Josephine? Sie war Gott froh, dass der Mann weg ist und sie konnte sich ihren Luxuseinkäufen widmen und so weiter. Und der vergnügte sich auf dem Schlachtfeld und verzehrte sich vor Leidenschaft nach ihr. Josephine bleibt in Paris und widmet sich ihren Lieblingsbeschäftigungen, ihrem extravaganten Leben und ihren Männerbekanntschaften. Bis heute verfolgt sie dieser Ruf.
In ihrem Schloss Malmaison befindet sich heute ein französisches Nationalmuseum. Alle Kostbarkeiten in den Sälen und Gemächern hat sie, dank Napoleons finanzieller Unterstützung, selbst zusammengetragen. Sie liebte den Luxus und ihr Vergnügen und sie war klug. In Martinique war ihr vorhergesagt worden, dass sie mehr als eine Königin werden würde. Auf der Karibikinsel Martinique wird Josephine am 23. Juni 1763 als Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie geboren. Ihre Eltern von niederem Adel besitzen eine Plantage auf der Antilleninsel. Josephines Kindheit ist nicht wie bei Scarlett O'Hara im Vom Winde verweht. Als sie 3 Jahre alt ist, müssen alle fliehen. Ihre Plantage wird von einem Wirbelsturm verwüstet. Das Leben auf Martinique ist von der brutalen Sklaverei geprägt. Josephine wird niemals nostalgisch auf ihre Heimat zurückblicken. Sie liebt Farben, Kleider, festliche Bräuche. Aber über die Insel wird sie niemals sprechen und keine Sehnsucht nach ihr haben. Mit nur 16 Jahren segelt das Mädchen von den Antillen nach Frankreich. Sie ist einem Vicomte de Beauharnais versprochen. Eine Tante von Josephine hat die Ehe arrangiert. Für die Tachère ist das eine super Partie. Die Beauharnais sind eine reiche Familie. Ihr Vater willigt sofort in die Ehe ein. Sie freut sich, Paris und die adelige Gesellschaft kennenzulernen, von der ihr so vorgeschwärmt worden ist. Sie ist froh, die abgelegene Insel ganz am Rande des französischen Herrschaftsgebietes verlassen zu können. Nun kommt sie in das Herz des Ancien Regime. Der junge Vicomte Alexandre de Beauharnais entstammt einer alten, hoch angesehenen Familie. Josephine träumt von einem prachtvollen und luxuriösen Leben an seiner Seite. Doch die Ehe mit dem Grafen wird eine Enttäuschung. Alexandre war ein schöner, intelligenter Mann, der den Frauen sehr zugetan war. Doch Josephine hat er nie wirklich geliebt. Herr Beauharnais war einer typischer Vertreter seiner Klasse. Das war ein Tunichtgut, das war ein Playboy, wie wir heute sagen würden. Er hat ja die Josephine gleich nach Strich und Faden betrogen, hat ihr zwar 2 Kinder gemacht, aber ansonsten hat er sich nicht weiter um sie gekümmert und hatte dauernd irgendwelche Freundinnen und Spusis. Das war aber sozusagen der adlige Normalfall. Er lässt Josephine viel allein. 1781 wird der Sohn Eugène geboren. Bei der Geburt von Tochter Hortense, 2 Jahre später, ist Alexandre in den französischen Überseekolonien. Dort trifft er eine seiner früheren Geliebten wieder, die ihn zurückerobern will. Sie verleumdet Josephine, redet ihm ein, Hortense sei nicht seine Tochter. Das Paar sehe sich nicht viel, wie könne er da 2 Kinder haben? So hat sich Josephine ihr Leben nicht vorgestellt. Sie lebt im Pariser Palais ihrer Schwiegereltern, ihr Mann ist meist auf Reisen und verprasst sein Geld. Aber ist sie ihm untreu? Zumindest Alexandre ist davon überzeugt. Als Alexandre nach Frankreich zurückkehrt, verstößt er Josephine. Sie muss das Haus verlassen, so wollen es die Gesetze der damaligen Zeit. Doch sie wehrt sich und zeigt ihren wahren Charakter. Sie nimmt sich einen Anwalt, kämpft gegen Alexandre, nutzt das Recht und schafft es zu beweisen, dass sie verleumdet wurde. Sie gewinnt den Prozess. Josephine bekommt jetzt Unterhalt, darf ihren Titel behalten, lebt weiter im Pariser Palais und nimmt sich vor, von nun an für sich selbst zu sorgen. Sie hat einen Kampf gewonnen und einiges erreicht, und doch ist es gesellschaftlich schwierig für sie. Sie kann nicht als Ehefrau des Vicomte zurück ins Rampenlicht. Auch wenn sie Vicomtesse bleibt, ist sie von der Gesellschaft des Ancien Regime ausgeschlossen und wird niemals in Versailles empfangen.
Mit 27 Jahren ist Josephine Mutter von zwei Kindern, alleinstehend und gesellschaftlich isoliert. Die soziale Ächtung ist nicht von Dauer, weil ein Ereignis alles ändert. Nicht nur ihr Leben, sondern auch Frankreich und Europa. Die Revolution. 1789 protestieren tausende Bürger gegen die Willkür des Königs. Der Sturm auf die Bastille gilt als Auftakt der französischen Revolution. Die Herrschaft der Feudalgesellschaft geht zu Ende. Die Monarchie ist dem Untergang geweiht. Die Revolutionäre hatten ja keine Blaupause, hatten keine Vorstellung, was wollen wir eigentlich erreichen. Sie fingen an, alle als Monarchisten. Dem König wollte man nicht den Kopf abschlagen, das hatte keiner vor. Davon träumte noch nicht mal ein Robespierre oder ein sonstiger von den blutrünstigen Gesellen, die dann kamen. Sondern das ergab sich dann erst aus der weiteren Entwicklung, weil der König ein solcher Hornochse war, der Ludwig der 16. Die Revolution ist ja zu einem ganz wesentlichen Teil von Leuten gemacht worden, die den oberen Schichten angehörten. Einer von ihnen ist Alexandre de Beauharnais, Josephines Ehemann. Er ist ein intelligenter Mann, dieser Frauenheld, der sich schnell auf die neue Zeit einstellt. Er stimmt in der Nacht des 4. August 1789 für die Abschaffung der Vorrechte des Adels. Josephine profitiert von der neuen Rolle ihres Ehemannes, auch wenn er nicht mehr ihr Ehemann ist. Sie beginnt von den Lorbeeren zu zehren, die mit dem Namen Beauharnais verbunden sind. Josephine ist keine Politikerin mit einem Programm, sie ist Netzwerkerin. Sie will Einfluss. Man kann sagen, sie lebt durch den Blick der anderen ihren Einfluss auf andere. Und den versucht sie in alle Richtungen auszudehnen. Das Problem ist jedoch, dass die Revolution fortschreitet. In einer Terrorherrschaft ist es nicht ratsam, in allen Zirkeln Verkehr zu haben. Das wird auch ihr zum Verhängnis und bringt sie sogar ins Gefängnis. Nach und nach setzen sich radikale Revolutionäre durch. 1793 werden König Ludwig der 16. und seine Frau Marie Antoinette hingerichtet. In den folgenden 1,5 Jahren fallen der Revolution mehr als 17.000 Menschen zum Opfer. Die Terrorherrschaft war ja so, dass alle an die Guillotine kamen, die man überhaupt, die sich wegen irgendetwas verdächtig machten. Unter anderem Beauharnais, der hockte auf seinem Landsitz und rührte sich nicht. Seine Verdienste um die Revolution sind nichts mehr wert. Alexandre de Beauharnais wird aus belanglosen, vorgeschobenen Gründen verhaftet. Man will Exempel statuieren. Er wird sehr schnell nach Beginn der Terrorherrschaft festgenommen. Josephine versucht, ihm zu helfen, doch auch sie ist verdächtig. Man weiß, dass sie Royalisten als Freunde hat. Schließlich wird auch sie verhaftet und kommt in dasselbe Gefängnis. Alexandre wird bald darauf geköpft. Ende Juli 1794 hängt Josephines Leben an einem seidenen Faden. Eines Morgens gibt es einen Appell, normalerweise das Zeichen, auf den Karren zu steigen, der zur Guillotine fährt. Als sie ihren Namen hört, fällt sie in Ohnmacht. Doch Gott sei Dank, an diesem Tag hieß der Aufruf, dass sie entlassen wird. Die Terrorherrschaft war vorbei. Robespierre gestürzt. Im Gefängnis hat Josephine eine einflussreiche Dame kennengelernt. Madame Tallien rettet ihr das Leben. Sie hatte Schwein gehabt, und zwar im doppelten Sinn. Sie hat es nicht nur überlebt, sondern sie wurde befreit von der Madame Tallien. Und die Madame Tallien, die hat viele, die da noch im Gefängnis schmachteten, befreit. Die war mit dem Tallien verheiratet. Und der war ja ein einflussreicher Mann in dieser Nach-Robespierre-Zeit in der Regierung. Der hatte also die Möglichkeit, die Leute zu entlassen. Er konnte einfach sagen, die raus und so. Und die hat sich dafür eingesetzt, dass auch die Beauharnais rauskam, die Josephine. Und die wurde dann eine gute Freundin der Madame Tallien, und war in deren Salon und war dann damit gleich in der Gesellschaft dieses Direktorats. Auf die Schreckensherrschaft folgt die Zeit des Direktoriums. Bälle und Feuerwerke sollen den Terror und die Gewalt der Revolutionäre vergessen lassen. Josephine und ihre neue Freundin sind mittendrin im Geschehen. Musik
Das war eine Zeit nach der tugendhaften Sittsamkeit, die Robespierre ja geprägt hatte. War das sozusagen dann der Gegenschlag des Pendels? Da war dann Ausschweifung angesagt. Da wurde überall getanzt, gesoffen. Und je mehr Geld man hatte, desto üppiger waren natürlich die Feste. Und die Taillan machte mit die üppigsten Feste. Und die Josephine war da immer mit dabei. Mit ihrer Liebenswürdigkeit, ihrer erotischen Ausstrahlung und mit Unterstützung von Madame Tallien wird Josephine eine einflussreiche Persönlichkeit der Pariser Gesellschaft. Josephine liebte die Mode. Während des Direktoriums gehörte sie zu den Frauen, die man die Himmlischen nannte. Eine dieser leicht bekleideten Frauen, die gut bei Männern ankommen. Das war für sie wichtig, da sie bereits über 30 und damit relativ alt war und sie sich sehr gut herrichten musste, um zu gefallen. Als Kurtisane lernt sie wichtige und vermögende Militärs und Politiker kennen. Josephine hat es wegen dieser Freundschaften geschafft. Sie ist eine sehr intelligente Frau und hat von den vielen Möglichkeiten profitiert, die es nach der Zeit des Terrors vor allem für schöne Frauen gab, die wussten, wie man mit Männern der Macht verkehrt. Ich denke da an Barat, einen der Direktoren. Paul de Barat ist im Direktorium und der mächtigste Mann Frankreichs. Er hilft Josephine, das Vermögen ihres Mannes zurückzubekommen. Man hat lange Zeit geglaubt, Barat sei Josephines Geliebter gewesen. Sie sei dank ihm in die Gesellschaft zurückgekehrt. Immer dieses Bild, dass es ohne einen Mann nicht geht. Höchstwahrscheinlich war Barat homosexuell. Viele Zeugenaussagen weisen darauf hin. In Wahrheit war es eine Freundschaft, eine Art Hofzirkel in den Kreisen der Macht. Aber das war's. Die Pariser Gesellschaft hält die beiden für ein Paar. Natürlich benutzte Josephine Barat. Sie hatte Einfluss auf ihn und erwartete eine Gegenleistung. Genauso wie er für seine Dienste etwas von ihr erwartete. Es war ein Geben und Nehmen. Josephine ist mit dem Adel und der Regierung gut vernetzt und weit über ihre eigenen Kreise hinaus bekannt. Sie ist ziemlich schnell in diese Machtzirkel vorgestoßen und hat an Einfluss gewonnen. Ihr Salon war in, und so wurde sie auch in der Presse sehr schnell zu einer öffentlichen Figur. Es folgten viele politische Attacken, die zu diesem Zeitpunkt begannen. Mit ihrem Salon wird Josephine berühmt und berüchtigt. Die Angriffe galten vor allem dem Sittenverfall. Das Regime sollte in Misskredit gebracht werden. Den Mitgliedern des Direktoriums warf man vor, Lüstlinge zu sein, die Orgien feiern. Josephine hat andere Probleme. Ihre Extravaganz kostet viel Geld. Ihre finanzielle Lage ist desolat. Josephine kam aus keiner reichen Familie. Sie hatte sich an die große Gesellschaft gewöhnt und wollte nicht in die Anonymität des niederen Adels von Martinique zurückfallen. Sie wollte unbedingt einen gewissen Status erhalten, hatte das Verlangen, etwas zu besitzen und sich mit schönen Dingen zu umgeben. Es war auch das Bedürfnis, sich in einer Welt einzurichten, in der sie Schutz findet vor den Gefahren der politischen Umstände, die sie erlebt hatte. Des situations politiques qu'elle avait pu connaître. Die Ausschweifungen der Vertreter des Direktoriums führen zu politisch unruhigen Zeiten. Linke Jakobiner begehren auf, Royalisten drängt es zurück an die Macht. Zur Sicherung ihrer Herrschaft setzen die Direktoren auf einen jungen Mann, der mit nur 24 Jahren General geworden ist: Napoleon Bonaparte. Da hat keiner, möchte ich vermuten, in Paris was anderes in ihm gesehen als einen befähigten Militär. Und als solchen wollte man ihn auch eigentlich nur nutzen. Man wollte ihn nicht als Politiker nutzen, sondern als einen fähigen Mann, der entschlossen zuschlägt, wenn man ihm den Auftrag gibt, zuzuschlagen.
In den blutigen Jahren der Revolution hat es der junge Corse bis nach Paris geschafft. Im Oktober 1795, Napoleon ist erst 26 Jahre alt, bekommt er von Paul de Barras und seinen Kollegen den Auftrag, einen Aufstand niederzuschlagen. Zum Dank für den Erfolg wird er zum Oberbefehlshaber im Inneren ernannt. Nach dem Aufstand der Royalisten waren alle Waffen in Paris konfisziert worden, auch der Säbel von Alexandre de Beauharnais. Sein Sohn Eugène bittet Bonaparte, ihn zurückzubekommen, und der gibt ihn zurück. Josephine kommt, um sich zu bedanken. Im Herbst 1795 lernt Napoleon die Witwe Josephine de Beauharnais kennen. Kurze Zeit später heiraten die beiden. Man hat lange behauptet, Josephine habe die Heirat gar nicht gewollt. Das stimmt nicht. Sie hat alles organisiert, den Notar ausgesucht, den Ehevertrag aufgesetzt. Sie war die treibende Kraft. Für ihr gesellschaftliches Umfeld ist die Hochzeit im März 1796 eine Überraschung. Warum sie es so eilig haben, bleibt unklar. Es gibt verschiedene Hypothesen. Zunächst sicherlich eine wachsende Zuneigung. Und auch der Krieg trägt zu dieser raschen Entscheidung bei. Und dann ist da noch etwas. Sie glaubt, schwanger zu sein. Sie spürt die Symptome. Vielleicht gäbe es ein Baby, sagt sie. Daher müssten sie schnell heiraten, bevor er nach Italien in den Krieg zieht. Was also ist deine seltsame Macht, unvergleichliche Josephine, schreibt dir Napoleon vor der Trauung. Napoleon heiratet Josephine, ohne mit seiner Familie darüber zu sprechen. Dabei hatten sie ein sehr inniges Verhältnis. Er hat immer über alles mit ihnen geredet. Der Clan war wirklich eng verbunden. Napoleons Familie, seine Mutter, vier Brüder und drei Schwestern, sind finanziell von ihm abhängig. In seinem Windschatten bemühen sie sich um gesellschaftliche Anerkennung. Die Familie von Napoleon, es waren ja arme, soll ich sagen, Bauern. Ich meine, der Vater war Advokat, aber im Grunde genommen war das korsischer Kleinstadel. Das war ein armer Schlucker. Er sagt es weder seiner Mutter noch seinem älteren Bruder, sondern stellt sie vor vollendete Tatsachen. Sie geben Josephine die Schuld und werden sie nie akzeptieren. Kurz vor der Hochzeit wird Napoleon zum Oberbefehlshaber eines Feldzugs gegen Österreich in Norditalien ernannt. Josephine bleibt in Paris. Sie habe Affären, wird ihr nachgesagt. Bald stellt sich auch heraus, dass sie nicht schwanger ist. Da Napoleon noch kein Kind hatte, wussten sie lange Zeit nicht, wer von den beiden unfruchtbar war. Nur zwei Tage nach ihrer Trauung muss Napoleon in den Kampf nach Norditalien ziehen. Bereits 1792 hatten die Habsburger dem revolutionären Frankreich den Krieg erklärt. Napoleon soll dem bedrängten Direktorium helfen. Es wird ein Triumph. Der Italienfeldzug war eine einzige Abfolge von Siegen mit einer unterlegenen Streitmacht, die in jeder Hinsicht unterlegen war, schlecht ausgerüstet, unbezahlt, zerlumpt, schlecht bewaffnet, hat er da dank seines strategischen und taktischen Ingeniums die Österreicher, mit denen er es da zu tun hatte, Norditalien war ja, gehörte ja zu Österreich, hat er die Österreicher da wiederholt aufs Haupt geschlagen. Nach 13 Monaten kehrt der erst 28-jährige Napoleon als siegreicher General nach Paris zurück. Durch diese Siege konnte Napoleon den eroberten Landstrichen Kontributionen auferlegen, die Geld in die Kassen nach Paris schwemmten. Das war natürlich nicht nur Geld, sondern er hat sich auch regelrecht ausgeplündert. Napoleon hat jetzt Geld genug, um Josephine einen Traum zu erfüllen. Sie wünscht sich ein eigenes Schloss.
Schloss Malmaison war für Josephine Liebe auf den ersten Blick. Während Napoleon nach Ägypten aufbricht, investiert Josephine Millionen Francs in Möbel und Gemälde. Napoleon ist wütend, doch er steht zu ihr, denn er braucht sie. Seine Frau war natürlich da eine große Hilfe wegen ihrer gesellschaftlichen Beziehungen. Denn Napoleon war zwar General, aber immer noch ein korsischer Tölpel. Und die kannte die Leute, mit denen sie ihn dann in Verbindung brachte. Die hatte die Art zu verkehren, die wusste, wie man das anstellt. Die gab ihm einen Schliff, den er noch nicht hatte. Ende 1799 greift er mit einem Staatsstreich erfolgreich nach der Macht in Frankreich. Er hat dann diese Regierungsform, die dann da war, das Direktorium, weggeputscht, hat die abgeschafft, die Direktoren, hat sich selbst als ersten Konsul eingesetzt, also als Diktator eingesetzt. Und der Rest ist dann die napoleonische Geschichte. Nur 3,5 Jahre nach der Hochzeit ist der korsische General ganz oben. Mit Josephine an seiner Seite möchte er nun eine Dynastie aufbauen. Das Problem ist, dass es keine Nachkommen gibt und man ist ziemlich sicher, dass auch keine kommen werden. Ohne Erben gibt es aber keine Dynastie, also muss man über eine andere Lösung nachdenken. Der Bonaparte-Clan attackiert Josephine. Die Familie fordert, sich von einer Herrscherin, die keine Kinder bekommen kann, scheiden zu lassen. Napoleon macht das wütend. Er will das nicht hören. Pillen, Tinkturen, Säfte und Kuren helfen nicht. Napoleon wartet vergeblich auf den ersehnten Sohn. Sie sucht nach einer Lösung und überredet ihre Tochter, Hortense, den Bruder von Bonaparte zu heiraten, Louis. Sie und Bonaparte hoffen auf Kinder von diesem Paar, auf einen Sohn, den Bonaparte adoptieren könnte. Josephines Tochter Hortense und Louis Bonaparte gehorchen widerwillig. Sie heiraten 1802 und bekommen 3 Söhne. Nun gibt es eine zweite Hochzeit, Bonaparte-Beauharnais. Die Kinder stammen also aus beiden Familien und diese Kinder würden durch eine Adoption zu Thronfolgern werden. Die Erben einer Dynastie, denn nun will Napoleon Kaiser werden. Er denkt an eine große Zeremonie in Notre-Dame, um sein Regime zu legitimieren. Napoleon trifft die Entscheidungen alleine. Sogar der Papst kommt eigens nach Paris. Hartnäckig versucht Napoleons Familie zu verhindern, dass Josephine Kaiserin wird. Mit 41 Jahren sei sie einfach zu alt, wird argumentiert. Josephine wäre fast nicht gekrönt worden. Kurz zuvor hatte Napoleon an Scheidung gedacht. Seine Brüder und Schwestern jubelten schon. Doch Napoleon zweifelt nur kurz. Es gibt nichts, was so wäre wie meine Liebe zur kleinen Josephine, schreibt er. Sie hatte dann den listenreichen Einfall, Napoleon, der sich ja vom Papst krönen und salben lassen wollte, wie sich das gehört, zu nötigen, sie kirchlich zu heiraten. Sie waren ja nur standesamtlich verheiratet. Und das hat sie bewerkstelligt, indem sie beim Papst beichten war und dem gesagt hat, dass sie sozusagen mit Napoleon eigentlich nur im Sinne der Kirche im Konkubinat lebt. Also nicht verheiratet ist, aber die Kirche ja die standesamtliche Ziviltrauung nicht anerkannt. Und das hat sie immer also gebeichtet und das war natürlich für den Papst ein glorioses Wissen, der dann mit den Napoleon erpressen konnte und sagte, Freund, du wirst von mir nicht zum Kaiser gesalbt, wenn du nicht hier kirchlich heiratest. Der kirchliche Segen soll Josephine helfen, eine drohende Scheidung wegen Kinderlosigkeit schwieriger zu machen. Am 2. Dezember 1804 krönt Napoleon nicht nur sich selbst, sondern auch Josephine. Seine Familie ist verärgert. Schlimmer noch, er befiehlt seinen Schwestern beim Einzug in Notre-Dame die Schleppe zu tragen. Und das ist für die Schwestern, die sie noch mehr hassen als die Brüder, eine echte Demütigung.
Der Tag der Krönung ist für Josephine der Tag des Ruhms. Sie ist ganz oben. Es wird berichtet, dass sie an diesem Tag strahlte. Es war wohl der glücklichste Tag ihres Lebens. Als Kaiserin von Frankreich kauft Josephine nur noch bei den exklusivsten Häusern der Stadt. Das Beste ist ihr gerade gut genug. Mit ihrem außergewöhnlichen Geschmack kreiert sie den Stil der napoleonischen Ära. Mode, Schmuck und Einrichtungsgegenstände, ihr immenser Schuldenberg macht Napoleon oft wütend. Josephine ist eine durch und durch französische Persönlichkeit. Sie ist der Inbegriff der Pariserin auf höchstem Niveau. Eine Mode-Ikone, ein Fashion-Victim, Vorbild und Inspirationsquelle. Diese Frau hat die Kunst bereichert und sie hat die große Handwerkskunst wieder zum Leben erweckt. Sie wird ein Jahrhundert prägen. Napoleon wollte, dass sein Hof so schillernd wie möglich ist, dass Marschalle und Minister den Lebensstil haben, der ihrer würdig ist. Die beste Kundin der Couturiers und Juweliere ist die Kaiserin. Händler und Handwerker werden dank ihr reich. Allein für Juwelen gibt sie Millionen Francs aus. Am Ende ihrer Zeit als Kaiserin verfügt sie über mehr als 900 Kleider und 500 Spitzenhemden. Viele Historiker sind sich einig, dass sie nicht so sehr den Besitz liebte. Es ging ihr vor allem darum zu kaufen. Josephine hatte den Drang, Neues anzuschaffen. Sie erneuerte ständig ihre Garderobe. Der Kaiser zahlt, wenn auch häufig widerstrebend. Zunächst einmal sollten wir nicht vergessen, dass Napoleon ein Haustyrann war. Es war nicht immer leicht, die Frau von Napoleon Bonaparte zu sein. Josephine hat das alles akzeptiert. Ihr ging es um das Projekt, darum, dem Kaiser zu dienen. Nicht, weil er etwas repräsentierte, sondern weil sie tief innerlich überzeugt war, dass er ein Kaiser war. Josephine hält Napoleon für ein militärisches Genie. Er schreitet von Sieg zu Sieg, regiert nun fast ganz Europa. . 1805 schreibt er seiner Frau, die Schlacht von Austerlitz war die schönste aller Schlachten. Ich wünschte, ich könnte dich an mein Herz schließen. Napoleon kümmert sich ums Land, führt dauernd Krieg. Am Hof ist er immer nur ein paar Stunden. Den Vollzeitjob macht sie. Sie ist der Souverän. Während Napoleon sein Imperium vergrößern will, wünscht sich Josephine, im Mittelpunkt zu stehen. Ihr geht es um Pracht, nicht um Macht. Da hat sie sich völlig rausgehalten. Also politisch, er hat ihm nicht gesagt, du musst noch die Schlacht schlagen oder jene oder das oder jenes oder den freilassen oder den verhaften. Das hat sie nicht gemacht. Doch Napoleons Liebe verhilft auch Josephine zu einer gewissen Macht. Napoleon ließ sich von niemandem sagen, was er zu tun hat. Nur sie konnte auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Sie schaffte es, Situationen zu entspannen. Am Hof wusste man von ihrem Einfluss und ihrer Macht. Man wandte sich an sie, vertraute sich ihr an. Die Leute versuchten ihr zu sagen, was er machen soll. Man wusste, sie war die einzige Person, die etwas ausrichten konnte. Die einzige in Napoleons Leben, die dazu in der Lage war. . 1807 erreicht Napoleon den Zenit seiner Macht. Aus Tilsit schreibt er an Josephine, wenn du diese Zeilen liest, ist der Friede mit Preußen und Russland geschlossen. Doch die häufigen Trennungen belasten die Ehe.
Das Leben von Kaiserin Josephine ist kein Zuckerschlecken. Napoleon und sie sehen sich nicht viel. Er hat seine Gemächer, sie ihre. Napoleon hat Affären. Sie weiß davon und leidet darunter. Gleichzeitig kommt es wegen der Kinderlosigkeit zu politischen Angriffen. Und 1807 stirbt auch noch der erste Sohn von Hortense und Louis. Ihre Hoffnungen auf eine Dynastie lösen sich im Nichts auf. Eine der vielen Mätressen Napoleons ist die polnische Gräfin Maria Walewska. Als Maria Walewska im Jahr 1809 vom Kaiser ein Kind bekommt, steht für ihn fest, dass die Kinderlosigkeit nicht ihm anzulasten ist. Er weiß, dass seine politischen Interessen einen direkten Erben notwendig machen. Ein eigenes Kind, kein adoptiertes. Die einzige Möglichkeit, den künftigen Frieden Frankreichs zu sichern, ist, den Thron seinen eigenen Kindern zu hinterlassen, verkündet Napoleon öffentlich. Er fordert die Scheidung. Napoleon hat eine Schwäche. Er kann eine geliebte, schwache Person nicht angreifen. Vor allem, wenn sie in Tränen ausbricht, ihn auf Knien bittet. Dann traut er sich nicht. Und Josephine ist eine Kämpfernatur, die ihren Platz nicht aufgeben will. Im Dezember 1809 willigt Josephine in die Trennung ein. Napoleon bleibt ihr eng verbunden. Gott weiß, dass mir diese Entscheidung schwer gefallen ist, schreibt er. Ich habe nur den Mut dazu gefunden, weil ich überzeugt bin, dass sie den besten Interessen Frankreichs dient. Josephine muss sich keinerlei materielle Sorgen machen. Ihr Lebensunterhalt und ihre Position sind gesichert, aber ihr Lebensinhalt ist weg und sie fällt in eine tiefe Depression. Und Napoleon hat seine Vertraute verloren. 3 Monate nach der Scheidung heiratet Napoleon die Habsburger Prinzessin Marie-Louise. Sie wird ihm den ersehnten Sohn schenken. Josephine zieht sich in ihr Schloss Malmaison zurück. Napoleons zweite Frau wird sie niemals treffen. Doch der Kontakt zu Napoleon reißt nicht ab. Zweifle nie an der Aufrichtigkeit meiner Empfindungen für dich, schreibt er ihr. Sie werden so lange dauern, als ich lebe. Napoleon besucht Josephine ohne Marie-Louise. Ihre Beziehung ist gut, sie streiten nicht, der Ton bleibt zärtlich. Doch sie ist im Abseits, was sie nur schwer ertragen kann. Sie kann überall hinreisen, nur nicht nach Paris, in die Stadt, von der sie immer geträumt hatte. Paris, qui était sa capitale, ce dont elle a toujours rêvé. 3 Jahre nach der Scheidung im Jahr 1812 muss Napoleon seine erste Niederlage einstecken. Der Russlandfeldzug endet in einem militärischen Desaster. Die Grande Armee, die kaiserlich-französische Armee, wird zerschlagen. À partir d'ailleurs de 1809-1810, etwa ab 1809, 1810 beginnt der Stern von Napoleon zu verblassen. Der Russlandfeldzug beunruhigt Josephine sehr. Und dann Deutschland. Bis dahin hatte Napoleon alle Welt beeindruckt und jeden platt gemacht. Und jetzt diese Schwierigkeiten in Spanien, in Russland und Deutschland. Auch die Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 endet für Napoleon in einer Katastrophe. 1814 wird er auf die Insel Elba verbannt. Wie jeder gute Korse war Napoleon auch wahnsinnig abergläubisch. Nicht? Und er glaubte an seinen guten Stern, den er einmal in Malmaison, bevor er Kaiser war, in Malmaison, hat er den durch die Äste eines Baumes sah, seinen Stern leuchten. Und mit Josephine ist mein Stern, mein guter Stern, der auf mich beschienen ist, von mir gegangen.
Bis zuletzt schreibt Napoleon Josephine liebevolle Briefe, erkundigt sich nach ihrer Gesundheit, ermahnt sie, nicht zu verzagen und an die Zukunft zu glauben. Faszinierend an Josephines Geschichte ist, dass sie nach jedem Scheitern wieder aufsteht. Das hat sie oft gemacht, bis zu ihrem Lebensende. Auch beim Zerfall des Kaiserreichs, als der Zar nach Paris kommt. Nach Napoleons Abdankung im April 1816 machen seine ehemaligen Kriegsgegner Josephine ihre Aufwartung in Malmaison. Sie sichern ihr finanzielle Unterstützung zu, damit sie ihren Lebensstil aufrechterhalten kann. Auch ihre Kinder sind versorgt. Der Zar war ein galanter Mann und sie empfing nicht nur den Zaren, sie empfing auch den preußischen König. Der Ruf ihrer Schönheit war ja bis nach Petersburg oder Berlin gedrungen. Und die wollten natürlich sich dieses Wunderwesen gerne mal anschauen. Es war eine Attraktion. Das neue Leben währt nur sehr kurz. Am 29. Mai 1814 stirbt Josephine mit nur 51 Jahren an einer Erkältung, die sie sich bei einem Fest für Zar Alexander zugezogen hat. Napoleon erfährt in seinem Exil auf Elba von ihrem Tod. Er hat es erst spät erfahren. Für ihn war es wohl der größte Kummer seines Lebens. Bis zu seinem Lebensende litt er unter ihrer Abwesenheit. Man muss es immer wiederholen. Ihre Verbundenheit war auch ein Grund für ihr außergewöhnliches Schicksal. Sie haben sich gemeinsam aufgemacht und irgendwie sind sie auch gemeinsam von der Bühne abgetreten. Ein Enkel Josephines wird als Napoleon III. Kaiser von Frankreich. Die nach ihr benannte Enkelin Josephine wird Königin von Schweden. Enkelin Amelie ist Kaiserin von Brasilien. Josephines Name findet sich heute im Stammbaum fast aller europäischen Königshäuser.